Guten Tag, heute ist der 1. April. Ja, April, April. Was ist am 1. April? Mamas Geburtstag! Yeah! Bitte sehr! Und wir haben schon königlich diniert. Und die Mutti, die fühlt sich richtig wohl an ihrem 35. Geburtstag. Wie man sieht, ist sie voller Elan, Lebensfreude und hängt voll mit Depressionen. Geburtstag in Quarantäne, so sieht das aus. Mama, ich will einen Schokokuchen. Und sie möchte einen Schokokuchen. Es gab nichts anderes. Wir haben jetzt Kuchen geholt, von wo man Kuchen holen kann. Hier bei uns beim Bäcker. Der hat natürlich nicht so viel Auswahl, dann ist natürlich keine Geburtstagstorte geworden. Es tut mir leid. Wir haben gestern Abend schon angestoßen, also wir haben heute Morgen um 0 Uhr, nach 0 Uhr angestoßen schon. Mit einer hervorzüglichen Flasche Wein. Wir haben für dich eigentlich auch einen Käsekuchen oder einen Schokokuchen, musst du mal sehen. Ein Schokokuchen. Na, du kannst ja probieren. Und dann singen wir jetzt mal ein kleines Ständchen. Happy Birthday to Schmollippe. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama und Marlies. Mama Marlies, Happy Birthday to you. Alles Liebe von uns allen. Kissen mit Duftaroma. So. Ich dachte, das ist die neue. Na, wir werden heute einen kleinen Spaziergang machen, oder? Ich hab nicht mal eine Eisdiele. Der Spätkopf hat geöffnet. Wir können Eis mitnehmen. Ja, jetzt wird noch verlängern, ne? April, schön. Du, was ist denn los mit dir, hm? Eine wurde rausgeschmissen aus dem Chat. Ja? Wieso? Ja, weil mein Akku abgestürzt ist. Also konnte ich sie auch nicht wieder anmelden, weil der Akku ist leer. Das ist also eine virtuelle Schulung hier. Raus ist raus. Ja, willst du schon sehen. Ja, was willst du machen? Ey? Unsere anderen Computer funktionieren alle nicht mehr. Alle Computer funktionieren nicht. Bei uns funktioniert Technik generell immer sehr schlecht oder sehr kurz. Ich bin ja froh, dass dein Handy überhaupt funktioniert. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Auf alle Fälle hat die Kamera funktioniert und bei unserem Laptop, der 2 Jahre alt ist, eventuell, hat die Kamera nicht mehr funktioniert. Warum auch immer, keine Ahnung. Wir haben keinen Drucker, wir haben nichts. Wir können nicht mal ausdrucken. Wir müssen warten, bis die Geschäfte wieder aufhaben, damit wir dort ausdrucken gehen können. Dann können wir die Schularbeiten gar nicht ausdrucken. Na, dann kommt ja was. Geschäftseröffnung heißt gleichzeitig Schulbeginn für die Kinder. Aber voll Programm mit irgendwie 50 Ordner voll mit Blättern. An ihrem Geburtstag werde ich ihr mal dieses Seuchenmittel holen. Corona. Carabana. Ich habe Carabana. Carabana. Nudel Carabana, die eine an der anderen. Ja, eigentlich wollten wir ins Tresoli gehen. Das ist ja unser Stammitaliener in Friedrichshagen. Aber daraus wird eben nichts wegen der guten Corona-Verordnung. Und ja, jetzt sind wir heute ein bisschen. Stehen wir ein bisschen da. Mama, wie soll man. Wie gesagt, eine gute Flasche Wein habe ich schon gestern mit Marlies fast vertilget. Natürlich habe ich getrunken, sie nur genippt. Den habe ich zurückgekauft. Den hatte ich verkauft erst dann an jemanden. Jetzt habe ich ihn zurückgekauft. So ein Quatsch, ne? Aber hätte ich mal gleich eine Kiste behalten. Aber so ist das halt. Hältst du dir die Tür auf? Ja. Ja, und irgendjemand hat uns hier dieses Scheiß vor die Tür gestellt, oder?
Es ist ein Tisch, glaube ich, Papa. Voll. Können wir das behalten? Ja. Jetzt ist es leider kaputt gegangen. So, Müll. Müll vor der Tür. Danke für den Müll. Danke, aber bitte nein, danke. So, Frau Müller. Oh, Anouk? Hm, sie hat den Schlüssel. Na, musstest du überlegen? Was? Na los. Ich hab noch ein Geld. Wunderbar. Haben wir das erledigt. Die verkaufen auch Zahnpasta und Zahnbürste. Oh, das ist ein richtiger Gemüsemarkt von vorn. Wir filmen unser schönes Neukölln. Friedensnobelpreisträger EU. Unzählige Geflüchtete sind der Türkei, Griechenland, Libyen dem Virus schutzlos ausgeliefert. Wunderbar. Ja. Wunderschönes Neukölln. Wunderschönes Neukölln. So, einmal Görlitzer Park. Oh, das ist eklig. Einmal Görlitzer Park. So viel Abfall hier und Müll, das ist unglaublich. Alles voll mit Taschentüchern. Na, jetzt hat keiner verloren. Das ist furchtbar, sieht das aus. Furchtbar. Furchtbar. Alternativspielplatz. Ja. Lecker. Sehr? Mhm. Schön. Schmecker. Schmecker. Speziell, ne? Na, wir essen Kuchen. Und zwar, weil heute Mamas Geburtstag ist. Yay. Nur Mama ist schon wieder aufgestanden und macht schon wieder Brei für die Kleine. Und ich. Anouk macht Kaffee für die Großen. Und ich, Anouk und Skadi haben den Geburtstagstisch für Mama gedeckt. Und du isst ein Schokocroissant und? Käsekuchen. Käsekuchen. Und du? Schokocroissant und? Käsekuchen. Mein Schokocroissant ist schon alle. Und Ona? Und wir essen Donauwelle und gedeckten Apfelkuchen. Der Zuckerguss ist voll hart, oder? Ja, der ist immer recht hart. Ich liebe Zuckerguss. Ich guck mal, Mama. Ich guck schon auf. Nee, davon geht's einfach nur beim Wasser. Die Kinder müssen alle gefüttert werden. Manche mehr, manche weniger. Champagner. Papa soll als erstes Mama ein Diesmal sehen. Das Geburtstag des erwachsenen Kindes. Achso, nee, das trinken wir nicht, oder? Ja. Ach, komm, trinken alle. Hm? Alle. Ist das eine. Oh, es sieht wirklich so aus. Achtung. Ist das mein Spiel? Mhm. Champagner. Champagner, Kinderschampagner. Hello Kitty. So, für unseren Säufer da hinten. Halten Sie es gut fest, Junge, der Arme. So, mein Kind, fass es bitte oben am Glas an. Also. Vorsicht, Vorsicht. Das erfordert viel Konzentration. Auf dich und deine Gesundheit. Wir stoßen erstmal an. Hab die gleich das Ding am Mund. Oh.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, wir sehen. Lustig. Ja. Ihr beiden auch noch miteinander. Okay. Und na dann. Ich hoffe, ich nicht. Ein guter Tropfen. Ich bin schon ganz betrunken. Mama, guck mal, was hab ich hier noch drin. Prost. Prost. Jetzt muss ihr alles nicht so fangen kann. Was soll das werden hier? Du bist schon angeschnipst. Achtung. Achtung. Und wie schmeckt es dir? Lecker. Schön. Noch mehr. Und du opferst dich total selber. Was meinst du? Gleich. Das ist ja unglaublich, aber du hast getrunken, oder? Ja, ich habe einmal probiert. Aber ich noch nicht. Mir ist mein ganz lecker. Das ist gut. Mama, ich glaube, du willst nicht mehr. Nee. Ich glaube, du hast recht. Noch mehr, bitte. Nein, du sag. Nein, nein, Luke, du musst. Kann ich Champagner und wieder. Mama, muss man sagen, kann ich bitte noch mehr? Ach, gute Frau, Sie haben jetzt lecker. Das machst du. Na? Du tropfst. Wie dekadent Sie da sitzen, beide. Ein Champagnerparty. Sie ist einfach nur der Schluck spricht wieder. Mehr. Wo ist das harte Zeug? Da kommt so ein Kellner mit den Aperitifs und sagt, nein, ich. Mehr. Du bist die elitäre Dame. Anna, schön festhalten, schön. Ach, das ist so fein. Das ist gut. Dieses kleine Schnäppchen, dieses Tütelüt. Ich trinke Tröpfchen für Tröpfchen in mein Kröpfchen. Ja? Ich bin ja gar nicht so gut. Guck mal, sie sitzt die ganze Zeit nur so da. Oh nein, das ist aber auch nicht. Oh. Nein, sie schlingelt sie hinein. Ach, sie werden mir doch nicht in etwa schon noch etwas nachschauen. Nein, nein, ich hatte schon genug. In der Tat. In der Tat, das glaube ich. Oh mein Gott, wo ist sie raus? Das Skali wurde schon in die Wiege gelegt. Wenn ich lache, kann ich nicht. Das Saufen, oder was? Nein, das Elitäre so. Halten. Jetzt ja, will ich den Papa, der König und du, König. Achtung, Champagner. Direkt in den Mund. Das wäre jetzt genau, das ist alles, was hat echt so ein Bild gerade kopiert. So Insektfrühstück ist doch immer wieder schön. Noch raus. Und lass uns in deinen Stuhl. Aber, was ich sagen muss, das könnte natürlich auch daran liegen, dass MHD. Ich glaube, der ist schon leicht vergoren. Was heißt der? Der ist bestimmt schon schlecht. Nee, dann will ich nicht mehr. Davor hatte ich auch schon geschmeckt. Er ist erst seit 4 Jahren abgelaufen. Der hat Prozente. Das ist wirklich schon abgelaufen. Du hast doch auch. Ich habe Idee gegeben. Du alterst zu. Er hat genug geatmet. Das ganze Bouquet. Und wie schön der Klang ist. Ist Uni bei euch? Ja, Uni. Musst du schnell ein Kleinteil vor ihr wegräumen. Hast du aber alles aufgesammelt oder hat jetzt das Uni? Bin ich voll! Nee. Das schmeckt noch nicht. Na, bitte.
Ja, Mama. Ach, sie. Vertraut. Geh mal zu Mama. Was? Geh mal zu Mama. So. Was für eine schöne Kaffeerunde, oder? Mhm. Mit der betrunkenen Anouk können wir uns schon mal darauf vorbereiten, wie das später wird. Was Pippi? Na, dann geh mal. Hm. Guten Morgen, liebe Leute. Es ist vor Langeweile kaum noch auszuhalten hier. Das ist schwer, dass sie. Ja, ich gehe jetzt gleich rüber und werde ein bisschen einstellen oder ein bisschen was über eBay versuchen zu verkaufen. Mal gucken, ob eBay noch läuft überhaupt. Also im Moment läuft ja gar nicht. Also weder eBay noch irgendwas anderes läuft. Und die Einnahmen sind bei null. Und das schon seit 2 Wochen jetzt. Das ist gut. Gut für so eine Family. Und ja, schauen wir mal. Das wird meine Aufgabe sein heute. Aus einer starke Frau. Ach, wie ich mich freue, jedes Mal hier diesen Raum zu betreten. Weil es schön ordentlich ist. Weil es schön ordentlich hier ist. Hier ist ja. Auch Sprudelwasser. Hier ist auch Sprudelwasser. Du wirst dich wundern. In dieser Wohnung haben meines Erachtens 5 Personen gewohnt. In dieser kleinen Wohnung? Ja, das ist die Portierswohnung und soweit mir Hans erzählt hat, hatten die 3 Kinder. Oh. Und damals war das in den Wohnungen noch nicht so üppig gedacht. Also hier war eine ganz kleine Toilette und hier war... Das war die Küche und... Und hier haben sie die Toilette war da nicht, da war wirklich nur die Küche und gleichzeitig natürlich in dieser Raum, wo man dann auch was gegessen hat. Ne? Küche essen hier und Wohnzimmer und schlafen hier tatsächlich. Ich finde es schade, dass wir nicht bei euch sein können. Handschuhe. Das sind sogar so eine Handschuhe. Kälteschutz. Na gut, dann sind wir erstmal durch. Fertig. Gut, fertig? Ja. Genau, dann gehen wir jetzt. Wir haben geheizt, immerhin. Ja, ist es nachher hier warm. Wie auch immer. Also, wir senden ein Paket. Ja, ja. Ein wunderschönes Paket an die Familie. Ich glaube, vor 1 Monat habe ich bestellt bei Komponent. Sogar noch davor. Genau, war ja noch davor, weil war ja bevor ich aufgemacht habe. Wieder. Habe ich bestellt bei Komponent. Jetzt kam es. Wahnsinn. Gerade echt Lieferverzögerung ohne Ende. Und zwar hier 2 neue Backen für meinen Feedback Sports. Feedback Elite Pro oder wie der heißt, dieser Montageständer. So, liebe Leute. Hals auf den Hals. Gucken wir uns mal die alten Backen an. Die sind ja völlig abgearbeitet. Meine Güte. Das sieht ja katastrophal aus hier. Ja, aber so sehen die nun mal aus. Nach jahrelangem Missbrauch. Na gut, jetzt ist ein ganz kleines Video. Das ist ja auch eigentlich nicht groß.
die Backen tauschen. Vom Feedback Sports, die Klemmbacken tauschen vom Feedback Sports Elite oder so. Wir brauchen einen Inbusschlüssel. Okay. Einmal abschrauben. Zweimal. Mann, oh Mann, oh Mann. Völlig abgenutzt. Gute Dienste geleistet, auf alle Fälle. Benutzt aber auch keiner so im professionellen Einsatz wie hier in der Werkstatt. So ein Montageständer wird normalerweise sehr selten genutzt. Weil es ist ja nur ein Montageständer für unterwegs. Das ist ja nun mal Fakt. Dieser Montageständer hier, der ist zusammenfaltbar etc. Und das ist er ja nur aus einem Grund. Er soll transportabel sein für unterwegs zum Mitnehmen. Aber das, was ich hier damit mache, gilt ja schon fast als Vergewaltigung bei dem. Gut. Okay. Aufgeheben habe ich noch nicht. Ich habe auf alle schon mal neue Arbeitsklamotten bestellt. Für mich. Und für meine Töchter auch. Die wollten ja unbedingt auch wieder neue Arbeitsklamotten. Aber das heißt wollten. Mussten. Die sind rausgewachsen. Sie wollen ja alle helfen. In der Werkstatt. Und natürlich wollen sie so coole Arbeitskleidung haben. Jetzt haben sie rote Hosen. So, dann packe ich die Backen aus und dann habt ihr hier diese Aussparung. Ja? Und das ist eigentlich eindeutig, wie es rankommt. Nämlich hier, so, zack. Ja? So, dass die Aussparung natürlich das Metall auf Metall sitzt. Und dann ist das gut. So, hier. Aussparung, Aussparung, ran. Zack, dann wird festgeschraubt. 4 Schrauben werden mitgeliefert. Der ganze Spaß kostet, glaube ich, knapp 20 Euro. Dafür bekommt man bei Lidl oder bekam man früher bei Lidl und Aldi und Co. manchmal im Angebot sogar Montageständer für 25 Euro zumindest. Einen kompletten. Aber er ist sein Geld wert. Ich habe es nicht mehr im Kopf, was der gekostet hat hier. Ich glaube, über 200, 220, 250 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wie gesagt, für die, das weiß ich nicht. Also, da müsst ihr mal selber nachschauen. Getestet habe ich ihn ausgiebig. Er ist sein Geld wert. Das ist Fakt. Einzige Schwachstelle ist die Höhenverstellung des Montageständers. Die habe ich dauerhaft fixiert. Und seitdem gibt es kein Gemurre mehr. So, sehr schön. Eine Seite haben wir, jetzt kommt die andere dran. Hier auch, Aussparung. Also, so rum ran. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Schrauben vermutlich auch mit Loctite einkleben, weil diese Schrauben hier, die ich jetzt hier reindrehe, die lockern sich ab und zu. Ich finde das nicht so schlimm. Ich habe ja dann hier einen Schlüssel und drehe das schnell nach und dann ist gut. Aber das ist auch im privaten Bereich kaum erwähnenswert, weil so oft wie ich den benutze hier, wie gesagt, da ist das schon mal gegeben. Draußen ist eine Menge los heute wieder, muss ich sagen. Die Leute haben sich so ein bisschen, sind so ein bisschen, so was wie Normalität hat sich eingeschlichen. So, das ist halt normal, das ist jetzt so. Da muss man ein bisschen aufpassen auch wahrscheinlich.
Das war der Austausch von diesen wunderschönen Klemmbacken. Zack, zack, zack. So, dann hat jemand irgendwie Müll bei mir vor die Tür gestellt, weil er dachte, ach, das kann der Tommy bestimmt gebrauchen oder so. Keine Ahnung warum, der lag erst ein paar Straßen, ein paar Hauseingänge weiter und auf einmal stand er bei mir vor der Tür. Dieses wunderschöne Konstrukt irgendwas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich brauche sowas nicht. Sowas muss mir keiner vor die Tür stellen. Ich habe selber genug Schrott, mit dem den ich irgendwie verarbeiten muss. Weiß nicht, ob die Leute das wirklich denken oder sich denken, ach komm, bei dem, da stellen wir einfach mal vor die Tür, der wird das schon wegmachen. Ja, toll, recht habt ihr. Ich muss es wegmachen, weil letztlich fällt es dann auf mich zurück. Der stellt immer seinen Müll vor die Tür. Heißt es denn bei manch einem? Was totaler Schwachsinn ist, aber viele Leute denken halt auch nicht so weit. Die denken immer nur, bei dem liegt immer Müll vor der Tür. Bloß weil ich ein Geschäft habe, heißt das nicht, dass ich sowas hier brauchen kann. Ärgerlich. Also, was mache ich damit? Ich baue es auseinander, ist ja klar, und werde es entsorgen. Das Einzige, was man davon neu brauchen kann, sind die Schrauben. Also, diese kannst du doch hier brauchen. Naja. Zweitletzte Brennholz. Hab ich doch gewusst, du kannst das hier brauchen. Ja. Verbrauche ich auch zum Verbrennen. Und der Rest ist auch Müll. Als nächstes auf der To-Do-Liste ist eigentlich hier alles auf der To-Do-Liste. Von vorne bis hinten eigentlich alles. Aber als nächstes auf der Liste habe ich mein Tablett. Mein Silbertablett, das feine Silbertablett hier, was ich mal gekauft habe vor ein paar Wochen, war ja auch schon im Einsatz bei uns, ne? Aber es hat ja diese schlechte Oberfläche. Hatte ich zwar schon gebeizt, aber gefällt mir halt noch nicht ganz. Zudem ist es ja hier, es passt sowieso nicht ganz hier rein, also es ist optisch passt es nicht 100%. Das sieht nicht gut aus. Das war bestimmt mal irgendwas anderes, war hier drin. Wie auch immer. Ich würde gerne diese Oberfläche irgendwie schön machen. Wie machen wir das? Wir nehmen es erstmal raus. Das hängen wir erstmal dran. Ja, dann geht es los. Dann ist es ja hier wirklich schlecht im Zustand hier überall. Ne, muss alles so ein bisschen, sagen wir mal, angeschliffen werden. Das mache ich mal jetzt. Probiere ich mal. Ich habe ja Zeit. Ich habe so viel Zeit jetzt. Und dafür nur noch Blatt hier, Schleifpapier. Recht feines sogar. Ich werde es mal probieren. Ja, das ist jetzt hier. Super, funktioniert doch. Jetzt hatten wir doch gerade so einen wunderschönen Platz hier. Ne? Und eine Schere. Tada. Na dann, und dann geht's los.
Jo. Ah, da ist noch was. Könnt ihr diese helle Stelle hier sehen? Da? Das ist noch Zeug. Fakt ist, jetzt nach einer halben Stunde Schleifen circa, sieht man nichts mehr von den Flecken. So, das war jetzt mit dem groben Papier. Jetzt gehen wir mit dem feinen nochmal hinterher, mit dem etwas feineren hier. Nicht lange. Mit Stahlbohrer dann nochmal drüber, ganz feine. Okay. Jetzt sieht es so aus. Dann wasche ich einmal den Tisch ab. Mal das gute Stück hier. Ja, jetzt schauen wir mal, wie gut die war. Ach ja, es ist nicht perfekt geworden. Schade. Gerne hätte ich euch ein perfektes Ergebnis gezeigt, aber ich dachte, eine halbe Stunde Schleifen reicht. Hat nicht gereicht. Müsst ihr ein bisschen länger schleifen? Hab's mir schon gedacht. Es ist nahezu perfekt. Aber nahezu ist nicht perfekt. Hier ist eine kleine Stelle, da ist noch ein bisschen Restlack drauf oder irgendwas hier. Sieht man ein bisschen was hier an der Stelle, und hier sind genau diese vier Punkte, die wir hatten, wo wir ein bisschen Probleme hatten rauszuschleifen. Seht ihr das? Sieht man das überhaupt? Oder sehe nur ich das? Naja, im Licht. Aber schön ist es dennoch, und man hat diese ganzen Ringe nicht mehr drauf. Ihr wisst schon, diese Glasringe etc. Eigentlich sehr schön. Wunderschönes Holz. Ja, jetzt kann ich es auch einbauen. So, einbauen, weil das wird verschraubt hier. Alle Schrauben sind drin, die sind doch zeitgemäß, Rundkopf. Wunderbar, jetzt muss man nur noch dazu überputzen, sozusagen, könnte man. Muss man nicht, aber könnte man. Das war's. Das war das Video für heute. Vor lauter Langeweile habe ich jetzt mein Silbertablett
oder auf einem Holztablett, sagen wir mal so, die Wasserflecken weggemacht. Wenn man nichts zu tun hat, macht man nicht so. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen wieder. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, sagte Tommy.